Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das auch bei meinem Lieblings-YouTuber jemals gucken würde, wie ich das Spiel mag. Servus miteinander. Schön, dass ihr dabei seid bei der ersten Folge Dragon's Dogma 2. Warum nehme ich das jetzt auf? Kurz um euch abzuholen, das ist jetzt eine Demo, aber wir können nur einen Charakter erstellen. Ne? Das ist in den letzten Tagen ziemlich durch die Decke bei Steam, fast durch die Decke gegangen, dass es halt jetzt diesen Charakter-Editor gibt. Also, warum nehme ich das eigentlich überhaupt auf? Ich bin mir nicht sicher, weil ich jetzt auch nicht nachgelesen habe. Ich wollte mich wie immer nicht spoilern, wobei hier wäre es eigentlich nicht schlimm, aber egal. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Charakter, den wir jetzt erstellen werden, auch im Spiel dann nehmen können. Ich denke mal, es wird so sein, weil sonst hat dieses ganze Zeugs hier keinen Sinn. Dadurch, dass ich, wenn ich selber jetzt wiederum bei einem YouTuber was gucken würde, also die komplette Dragon's Dogma 2 Geschichte, ne, würde ich mir gerne auch anschauen, warum er den Charakter jetzt so hat, wie er ihn hat. Wo er At last, the bell has tolled on the age of the cold. Ey. Genau, und wie es zu dem Charakter überhaupt kommt. Deswegen nehme ich es auf. Es wird hier nicht viel passieren, außer dass wir halt ein bisschen schwafeln und unseren Charakter erstellen. So, das dazu. So. Dein Charakter kann in Dragon's Dogma. Hätte ich mal geklickt, kann übernommen werden. Du kannst zudem Änderungen an den fertigen erstellten Charakter vornehmen oder ihm den Charakter-Editor Grund auf neu gestalten. Alles klar, Leute. Erweckt was. Okay. Ich bin jetzt wirklich komplett raus. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe auch den ersten Teil nicht gespielt. Wir gucken jetzt einfach mal. Erweckt er. Der Erweckte ist der Charakter, den du während des Spiels steuerst. Und der Hauptvasall, ah ja, das weiß ich schon, da gibt es ein Vasallensystem, genau. Ich mache natürlich mich erstmal, das ist ja klar. Also mich. Oh, wir haben verschiedene Slots, das ist auch schön. Ja, und ich werde auf jeden Fall später mit Controller spielen, aber den Charakter-Editor, den mache ich jetzt auf jeden Fall. Den mache ich jetzt mit Tastatur und Maus. Okay, Voreinstellung laden. Ich mache jetzt neu erstellen. Ich will jetzt einen neuen. Ich habe ja keine Voreinstellung. Ich will mir jetzt Zeit nehmen, den zu machen, weil wenn mal das Spiel wirklich rauskommt, bin ich vielleicht froh, dass ich den Charakter-Editor erstmal hinter mir lassen kann und nicht irgendwie 15 Minuten, wo jeder eigentlich das Spiel sehen will, darauf verwende. Wähle eine Rasse, einen Körpertyp und einen Basiskopf, um das grundlegende Aussehen zu bestimmen. Du kannst den Weiterbearbeitung vornehmen, indem du anpassen auswählst. Einmal festgelegt, kann der Rasse nicht mehr. Aha, okay, Rasse. Rasse, Körper, Rasse. Bestätigen, drehen. Was? Das Spiel hakelt noch ein bisschen. Ich weiß nicht, warum es manchmal so überlegt. Ach, auf der Taste geht man zurück. Okay, das wusste ich nicht. Also, auf der rechten Maustaste geht man zurück. Also, es gibt wenig Hilfe. Das ist jetzt ein Mensch, denke ich mal. Mensch, Frau. Ich weiß nicht, wie die heißen. Löwenkopf und Löwenkopf. Also ich nehme jetzt einen Menschen. Ich weiß auch nicht, es steht da leider auch nichts da, was das Einzelne bedeutet. So, ich mache jetzt einfach mal einen Mensch. So. Dann wäre ein Basiskörper. Boah. Ich will ja irgendwas, also ich denke mal, ich werde ja was spielen. Nochmal an. Okay, ich gehe nochmal bitte zurück. Um nochmal anzufangen, ich werde, also normalerweise spiele ich etwas wie so ein bisschen schleichig, ein bisschen bogenschützig, ein bisschen diebig, ein bisschen meuchelmörderig, ne, so. Den Bogenschützen lasse ich aber raus, weil der einfach zu weit weg ist. Und wenn man streamt, da will man auch ein bisschen Action sehen, ne. Ich will ja nicht alles mit der Lupe angucken, was hat er jetzt da abgeschossen. So, deswegen werde ich eher Nahkampf, also Meuchelmörder, Dieb gehen, wenn es sowas gibt. Ich glaube, sowas gibt's. Magie ist ja nicht so mein Ding. Aber es mischt sich ja alles hier in den Charakteren. Deswegen müsste man eigentlich was Kleineres nehmen. Eigentlich, damit es irgendwie dazu passt. Ne? Also so einen großen kann man natürlich auch nehmen. Ist ja wurscht eigentlich. Ne? Aber, oh, also den gerade jetzt nicht zum Schleichen und zum... Ne? Aber ich glaube, einen da vorne. So hier, den da, der ist der Kleine. Der geht ein bisschen gebeugt und wirkt schwächlich. Ja, dann eher der. So, die sehen alle sehr jung aus. Also ich meine, die sind ja noch nicht einmal... Die haben ja noch nicht mal... Haare, wo es kein Licht gibt. Fängt schon wieder an. Meuchelmörder. Ja, das ist klischeehaft, könnte man ihm ein bisschen böse aussehen lassen. Ah ja, da kommen die älteren Semester. Das ist im Prinzip der hier, ne? Du hast gealtert. Und ein bisschen rundere Augen. Der wirkt eigentlich schon ein bisschen in die Richtung. Von der Voreinstellung her gefällt mir es ganz gut. Die sind mir zu alt. Die können ja. Das sind so Magier, ne? Die wollen jetzt nicht mal irgendwie über eine Mauer klettern. Wie er grinst.
Der ist ein bisschen hintenrum, ne? Der wirkt ein bisschen freundlicher. Ich glaube, ich bin eher bei dir, mein Kollege. Ich glaube, ja. Er lächelt so schön. Ah, jetzt gibt's noch Varianten. Also das ist unsere Urvariante. Ja, die Augen bleiben immer gleich und etwa. Doch, die bleiben gleich. Oh, warte mal, drehen. Okay, ich sehe schon. Ich glaube, ich hätte mir... Drehen? Wie denn drehen? Ah, also mit Maus ist ein bisschen ungewöhnliche Steuerung, dass zurück auf der rechten Maustaste ist. Muss man sich auch was dran... Eieiei, das ist aber hübsch. So. Ja, das ist nix. Das sieht aus wie ein kleiner Geralt. Das könnte funktionieren. Unten steht alt anpassen, ne? Das ist wirklich sehr... Tut mir leid, Leute. Also das ist wirklich... Die Steuerung ist sehr, sehr ungewöhnlich. Man weiß gar nicht mehr manchmal, warum man da nicht mehr zurückkommt. Worum man es mal geht. Und manchmal... Also man weiß es irgendwie nicht. Hier wollte ich jetzt einfach nur mal zurück. Weil ich gedacht habe... Pass mal auf. Ja, und es ist immer wieder hier. Weil ich gedacht habe, unten habe ich vielleicht was nicht gesehen. Aber hier steht kein alt. Hier steht jetzt wieder alt. Okay, dann mache ich jetzt nochmal alt. Ja. Ah, und dann komme ich gleich hier rein. Ja, das ist wirklich sehr seltsam gelöst. Da muss man... Vielleicht kommt es aus dem ersten Teil so ein bisschen die Steuerung, dass das halt einfach das Entwicklerteam wieder ist. Ich meine, ja, ihr Mai, ja. Okay, aber die Funktion finde ich ganz cool, dass man immer so ein bisschen weiter guckt. Ja, das ist mein Basiskopf. Könnte ich dann noch ein bisschen... Ohne jetzt gleich in die krassen Einstellungen zu gehen, könnte ich da ein bisschen was machen. Das finde ich cool und vernünftig. Breiteren Hals. Bisschen breiter. Gehen wir schon wieder ein bisschen in die Breite, ne? Komm, mach mal. So, jetzt aber. Jetzt sind wir gleich bei Anpassen. Okay. Körpergröße. Rumpflänge minus 35. Wenn ich jetzt da draufklicke, ah ja. Körpergröße. Was ist denn die Rumpf? Ah ja, das leuchtet sogar. Das ist richtig cool gemacht. Gewicht 63. Das ist nicht öffentlich, hallo? Meine Krankenkasse, wenn das sieht, dann denken sie mir ja gleich, allmächt, hier, gleich erhöhen, der ist unterernährt, der kriegt bald Skorbut. Rumpflegen, gucken was... Ja, also es gibt Möglichkeiten, da wirklich einen ganz komischen Charakter zu erstellen. Das ist schon die eine Einstellung. Die eine Einstellung alleine. Muskelstil. Oh, das sind wirklich krasse Details, so. Die sieht man nie mehr. Also vielleicht irgendwann mal, aber... Lassen wir das einfach. Das ist Muskelkraft. Ja, wir wollen ja jetzt nicht den... Tapet. Ach ja, da oben. Oh ja, das sind coole Muskeln. Oberkörper. Der darf ja nicht zu krass sein, ne? Der darf ja... Ja, der ist eher so ein bisschen gelenkiger. Unterkörper. Da können wir eh rum, weil er schnell ist... Und über viel klettert, könnte man da, glaube ich, ein bisschen reinhauen, ne? Unterkörpergröße. Unterkörpergröße? Ah ja, ja, doch, so Wadeln. Wadeln. So, wie kann ich das übernehmen? Ich drücke auf F. Nein. Was ist denn bestätigt? Ach, da ist bestätigt. Okay. Wie kann ich das überhaupt bestätigen? Abschließend ist alt. Ich glaube, ich hätte mich gleich mal mit dem Controller anfreunden können, aber jetzt ist es so, jetzt ziehen wir es durch, weil ich weiß gar nicht, ob der, ne, funktioniert gerade im Moment. Körper, Hammer, Basiskopf, Hammer, Rasse menschlich. Immer noch keine Hinweise. Basiskopf, Hammer, alles gemacht. Nee, will ich nicht. Der da so, hier, das da. Warum hat er mich da nicht wieder hinzugeschickt? Verstehe ich manchmal nicht. Kopf, Größe, Kopf. Vielleicht muss ich Escape drücken. Ja, ich traue mich kurz mal. Nicht, dass wir woanders wieder landen. Ehrlich gesagt, das mit der Variante, das war ganz cool. Das passt mir. Oberkörper, Schulter. Ja, dann können wir da auch nochmal rein. Da kann man auch nicht zu breit werden. Das lassen wir so. Schultergröße. Ja, komm. Ein bisschen geht schon noch. Ein bisschen. Brustdicke. Rumpf. Ast. Tiefe. Armlänge. Okay, da sind wir jetzt wieder bei dem... Ja, ist doch nicht so krass. Passt. Okay, passt. Unterkörper. Taillenbreite. Da können wir wieder rum...
Da kann man sich so hässliche Sachen da zusammenschustern. Teilengröße. Pro Größe. Hör auf. Wie kann man den drehen? Ausrüstung und Wiederholdrücke. Beleuchtung. Beleuchtung? Beleuchtung drehen. Okay, das ist sehr ausführlich. Kamera hoch 100, drehen. Ich traue mich. Ah ja, aber ich will doch. Ah ja, genau. Ich will den Booty sehen. Ich will. Wupp. Nee, da bin ich zu abgelenkt. Oh mein Gott. Also, war. Ja, hier, Schenkel. Schenkel haben wir. Ich finde, Schenkel sind okay. Die haben wir ja schon ein bisschen angepasst. Je, ja, das sonst wird es komisch. Aber die Waden. Die Waden können wir noch. Die Waden, das sind richtige Radlerwaden, weißt du? Schwimmer, Radlerwaden, doch, das muss schon ein bisschen. Und jetzt mal so, okay. Okay, da haben wir noch ganz viel vor uns, sehe ich gerade. Körperhaltung, Bewegungsstil. Okay, okay, okay. Auf, so bewegt er sich durch die Welt, ne? Hullala, zum Bäcker. Ich glaube, die Beine sind ein bisschen krass geworden. Die sehen so richtig fleischig aus. Oh Gott. Ja. Ich bin blind, weil ich sehe jetzt wenig Unterschied. Ich glaube, die Schrittgröße ändert sich. Ne, ja, genau. Jetzt geht er voran. Ja, so richtig raus. Ja, nee. Nein, der ist so auch nicht. Ja, lassen wir es lieber. Lassen wir es lieber sein, wie es war. Kniewinkel. Die fleischigen Knie, die gehen jetzt ein bisschen. Also die, boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und Körperhaltung. Also es gibt echt schöne Sachen. Also gut, so könnte man einen alten Opa machen, ne? Also ein Magier vielleicht. Aber dachte mir, verschleichen vielleicht ganz cool, aber eigentlich auch nicht. Das sieht ungesund aus. Nee, das soll schon ganz normal gehen. Bitte dich. Sonst reg ich mich bei jedem Schritt auf. Bitte dann auch nicht. So. Also, gut, haben wir das. Dann könnten wir jetzt uns trauen, E zu drücken. Kopf, Out, Basiskopf. Da mache ich nichts mehr, sonst frage ich wieder komische Sachen und ich verdrücke mich. Grundstil, Haut. 31. Ui, das ist ein großer Sprung. 31 ist im Bien. Hautfarbe, Hutfarbe. Das ist doch... Das ist so detailreich. Das ist nochmal so eine Schattierung wahrscheinlich, ne? Okay, und da, hier ist auch gefalten. Ja, wir haben ein bisschen Glanz der Haut. Kränklich, nicht kränklich. Puh. Ja, muss man mögen. Kann ich da wieder rein, danke. Boah. So ein bisschen Schimmer vielleicht, ne? So ganz wie, aber. Ist okay, wenn du nicht schimmerst. Ist es für mich in Ordnung. Augenbrauen. Die Höhe. Ein verwunderter Typ. Ein kein verwundert. Ja, schon ein bisschen. So ein bisschen habichtig. Abstand, Augenbrauen. Okay. Tiefe, Winkel, Krümmung, passt. Ist okay. Wir haben ein bisschen was eingestellt. Augen sind wichtig. Höhe der Augen finde ich optimal. Wenn ich es verstelle, dann mag ich es nicht. Breite. Kann man da auch ein bisschen wieder hin? Schau an. Eieiei. Wir müssen ja dran denken. Wir müssen mit dem leben. Von daher. Jetzt habe ich genau das verstellt, was ich wollte. Tiefe, Größe, Tiefe. Jetzt muss man von der Seite wieder gucken. Größe der Augen, Größe. Um Nacht ein bisschen besser zu sehen, können wir es ein bisschen größer machen. Der Winkel ist so oder so. Eieiei, das sieht alles komisch aus. Ich glaube, das ist die normal. Zum Zielen vielleicht, nee. Augen zusammenkneifen, links. Aha. Cool gemacht, oder? Und was man da alles denken kann. Nicht cool. Wäre auch lustig, wenn er immer so läuft. Praktisch als Blinder. Aber Augen sind wichtig, ne? Besonders in Zwischensequenzen. Wenn er immer zu hat, dann kann ich das nicht ansehen und das ist noch schlimmer. Ja, nein, ich würde es gerne machen, aber einfach nur, um zu gucken. Das ist mir nicht wert. Kann man auch wieder als Zauberer machen, so. Aber dann verfehlen die Augen auch. Nee, ich glaube, die würde ich immer so lassen. Nasenlänge, ja, der hat schon ordentlich einen Zügen, ne? Das ist markant, den lassen wir so.
Nase, Rücken, das passt alles zusammen, finde ich. Das lasse ich so. Ohren. Boah, da ist die wirken ein Tick kleiner. Wirken ein Ticken kleiner, als ich es vermuten würde bei so einem Typen. Aha. Aha. Ja, nein. Ach, Typ 1 gehabt? War das die ganze Zeit schon so? Ich finde nicht. Ich finde nicht, dass wir so ein Ohren gerade hatten. Wir haben doch nicht solche Ohren gehabt. Habe ich mich vertan, ne? Ja. Und ein bisschen größer, finde ich. Und ein bisschen schmaler. Der Winkel, der passt. Offenheit. Achso, warte mal. Spitzen. Anklappen. Ah, Spitzen. Okay, man kann ein bisschen was Elfisches machen, wenn man es so nennen möchte. Läppchen. Aber dieses Ohrinnere da, weiß gar nicht, wie das heißt. Das kann man nicht haben. Ja, der Level, der muss nicht so groß. So. Ich hätte sie gern ein bisschen schmaler gehabt. Ne? Die sind nach hinten zu groß. Er hat halt charakterische Ohren. So. Was? Wangen. Fetthals. Fett. Tiefe Wangen. Ja, da könnte eigentlich ein bisschen. Warte mal, wo sieht man das denn am besten? So? Könnte eigentlich ein bisschen markanter noch sein. Bisschen kantiger, weißt du? So einer, der irgendwo an der Küste aufgewachsen ist. Wo alles kantig, rau und Dings ist, wirsch. Ein ungemütlicher Typ eben. Und dem das schlechte Wetter auch nichts ausmacht. Gegerbt, so. Mund, sehr wichtig. Der Mund, wenn man sich darauf konzentriert, ist alles blöd, ne? Also wenn man sich darauf konzentriert, ein Detail, was kein auffällt, auf einmal ist es da und es lässt dann nicht mehr los. Höhe vom Mund. Wupp. Wupp. Okay. Ganz schwierig. Könnten vielleicht ein bisschen weiter runter machen. Breite vom Mund. Der ist schon sehr breit. Dann ein bisschen schmaler. Ja, wir haben ja einen scharfkantigen Typen. Der muss nicht so breit sein. Mundwinkel. Das auf jeden Fall nicht. Lippendicke. Ja. das ist eigentlich sehr schmal, weil ich ja Typ, glaube ich. Position Unterlippe. Nach vorne oder nach hinten oder was? Oh, falscher Knopf. Scheiße. Da, wo war jetzt? Mund, Unterlippe. nee, das ist ganz, ganz nicht schön. Ich finde, wir haben Details gemacht, ne? Ich würde jetzt gerne mal den Vergleich haben zum ersten Entwurf. Das hätten sie noch, also bei der ganzen Detailliebe, das hätten sie noch machen können. Dass man sieht, was man gemacht hat. Das fände ich cool. Mund, Kiefer, Kinn. Definierung, ja, das ist schon. Das. Ich glaube, tief. Da ist eh der Bart drüber, ne? Der Mund ist ein bisschen. Der könnte aber ein bisschen noch. Fällt nach innen, ne? Ah. Der fällt ein bisschen nach innen, der Mund. Schau mal, Lippenposition, Unterlippe. Aber Oberlippe geht eh nicht. Können wir, glaube ich, nichts machen, ne? Doch, hier. Ja. Ach, das ist, wie gesagt, das sind so Details, da hält man sich auf. Und ehrlich gesagt, sieht man es. Frisur finde ich gut. Gucke ich auch nicht mehr. Farbanzeige. Boah. Das sieht jetzt schon wieder ganz schlimm aus. Also bei der. Das sieht jetzt nach Skyrim aus, nach den Original Vanilla Haaren, ne? Also so richtig schlecht. Aber das sieht richtig wie mit Paint Armor drüber. Das sieht richtig kacke aus. Jetzt das jetzt auswähl. Der Spitz. Angekreut? Ja, von mir aus. Aber ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt keine dunkle Farbe nimmt, ne, das sieht doch richtig kacke aus. Schaut mal. So sehen doch keine Haare aus. Die sind da mit wie viele Nuancen sind da drin? Eine helle, eine mittlere und eine dunklere Nuance. Wenn überhaupt, doch, so ungefähr kommt es hin, ne? Also Entschuldigung, ich will jetzt nicht schon wieder meckern. Also alles gut. Aber das hat mich jetzt zum Rest, überrascht mich das, wie schlecht das rüberkommt. Das überrascht mich richtig, richtig krass. Ich meine, gerade die Haare
sind was, was man vielleicht eher sieht, als wie er schwitzt, weil er halt einfach Rüstung hat, aber vielleicht keinen Helm oder vielleicht kann man einen Helm ausblenden oder vielleicht hat die Charakterklasse keinen Helm. So, aber jetzt, ich kann eigentlich gar keine hellen Haare machen. Das sieht ja furchtbar aus. Und wenn ich leichte Rüstung habe, sieht man vielleicht auch die langen Haare sogar irgendwie. Was weiß ich, keine Ahnung. Das überrascht mich jetzt. Jetzt habe ich leider vergessen, welche es waren. Ist mal wurscht. Ja, das ist komisch. Okay, von mir aus. Glanz. Was ist? Farbverlauf. Ja. Glanz. Oh. Ja, okay, Glanz. Hm. Ja, gesunde Haare, ne? Erstmal gespült so ein bisschen. Hm, passt. Na, Leute, habt ihr noch Bock? Bart. Augenbrauen. Passt zum Haar. Bart. Passt. Achso, warte mal. Stil 2. Zwergisch. Ja, das sind schon ein paar. Oh, da sind ein paar Perlen dabei. Ja, jetzt bin ich schon wieder am Hader, nochmal nicht das machen. Aber das würde schon wieder zu lustig werden. Das ist mir nichts. Das muss ja ein bisschen ernst bleiben, müssen wir ja. Was ein Bart auch alles machen kann. Okay, beim Bart haben sie sich ausgelassen. Das ist nicht so stimmig. Ich habe gedacht, weil wir so eine wirsche Haare haben, das würde auch passen. Da wird sein Kinn ein bisschen so, ja. Das würde auch passen. Das ist zwar ein bisschen wirsch und ungepflegt, aber nicht ungepflegt, aber halt zottelig, sagen wir mal so. Der ist ein bisschen zu glatt. Ein bisschen mehr. Ja, das würde eher dazu passen. Ist nicht hübsch, aber es wird dazu passen. Ich sag, wie es ist. Der Glanz sieht man nicht. Doch, sieht man. Ist aber wurscht. Körperbehaarung. Okay. Körperbehaarung. Wo sieht man die? Raus. Am Hintern? Sieht man den Hintern überhaupt nicht. Ah, ja. Der ist. Was? Hier gibt nicht viel. 1, 2. Achso, da gibt's die Arme noch. Und Typ 1 ist gar nichts. Weil Leute, der ist halt haarig. Was soll man sagen? Dichte. Das sieht auch nicht schön aus. Das sieht nicht schön aus. Sieht man sie? Weiß ich nicht. Ist auch wurscht? Nein, abbrechen. Ich hab's gewusst, irgendwann komme ich drauf. Dann Make-up der Augen. Jedes Auge einzeln. Beide Augen. Stilaugen. Beide Augen. Stilaugen 1. Okay, alles klar. Warte mal, hin. Siehst du, Augenfarben haben wir auch noch gar nicht mehr. 2, 3, 1, 2. Das finde ich schön. Das sieht richtig schön gemustert aus. 1, 2. Ja, an der Küste haben wir natürlich graue oder blaue Augen. Wir gucken trotzdem einmal durch. Ausgelassen. Da haben sie, ja, haben sie sich gut ausgelassen wieder. Schöne Varianten mit rein. Sehr schöne Varianten. Aber ich glaube, ich habe meine schon gesehen. Guck mal hin, wie viel das sie gemacht haben. Also wir nehmen. Genau. Typ 10. Pupillengröße, Passgröße, Iris. Ist mir auch. Nein, Google, ich habe nicht aus nichts sagen. Google, stopp. Gut, Augenwimpern. Oh. Schauen wir mal, wenn wir schon dabei sind. Schau mal. Da gibt es nicht viel, ne? Sieht man nicht. Egal. Lidschatten brauchen wir nicht. Gucken trotzdem mal kurz rein, was sie uns anbieten. Oh, ja. Cool, aber nicht für unseren. Wobei, Tarnung? Nee, nicht für unseren. Das braucht er nicht. Der braucht, also sowas braucht er nicht. Der hat keine Zeit für Lidschatten. Überhaupt nicht. Deckgraf, Glanz. Okay, braucht er nicht. Hat er keine Zeit. Eyeliner, dafür hat er vielleicht Zeit. Das ist ja bloß schneller Strich. Er ist piratisch. Bestenfalls. So. Mit. Was?
Metallischer Eyeliner. Lass mich bitte zurück. Danke. Sommersprossen braucht er auch nicht. Da hat er auch keine Zeit für. Wobei. Nee. Nee, braucht er nicht. Wangen? Auch Make-up, ne? Ich frage mich noch, wann die typischen Narben kommen. Lippen ziehen wir nicht mehr. Also von daher können wir ihn richtig schön roten Lippenstift drauf machen. Da werden sie verwundert, wenn er doch mal den Bart hochklappt. Die Zähne. Man sieht obere Zähne. Ja, krass. Das ist cool. Also ich finde das cool, dass man sogar die Zähne... Weißt du, da kann man wirklich einen komplett anderen Charakter, wenn man sich einen ausdenkt, draus machen. Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Also ich meine, ob man jetzt alle Zähne... Aber ist egal, da macht man alle Zähne. Finde ich schön. Finde ich cool. Lob dafür. Richtig, man sagt, Mensch, da kann man nochmal richtig irgendwie was rausholen, wo man nie dran gedacht hätte. Passt aber von den Zähnen her. Okay, dann gehen wir jetzt noch Voreinstellungen, Tattoos. So, jetzt sind wir soweit. Tattoos und Narben wahrscheinlich. Keine. An der See hat man eigentlich Tattoos. Jetzt bin ich aber bloß nicht sicher, ob er so der Typ dafür ist. Und ob man da das Richtige findet, weil das ist es nicht. Das sind eher so gestückelte Tattoos. Das ist nichts, was einen hübscher macht. Sowas zum Beispiel, das sieht cool aus, macht ihn aber... Das ist nicht sein Ding. Das ist gar nicht... Der will auch nicht keine Farbe irgendwo im Gesicht. Der will nicht auffallen. Er ist ja, ja genau, wenn dann irgendwo, wo man es nicht sieht. Da weiß ich nicht, ob es dazu passt. Pfeile, da sind schon mal Pfeile dabei. Aber an sich quält es man nicht. Und dann kamen, glaube ich, schon wieder die zu krassen Dinger her. Also wenn dann Typ 1, obwohl es nicht ganz passt. Nee, oh, jetzt sehe ich den Rücken erst. Passt gar nicht. Dann doch eher Typ 2, aber das sieht man dann... Ach, sieht man da wieder was? Schade, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. Minjung. Was? Oh, ich brauche einen Namen. Shit, ich bin hier so unbedarft rein, ich habe noch gar keinen Namen. Ja, das wird jetzt wieder blöd. Das da. Aber das hat oder nicht? Ach, da sieht man doch hinten auch wieder was. Okay, dann sind wir bei Tattoos raus. Leider. Macht aber nichts. Macht nichts. Vielleicht. Da traue ich mich gerade nicht. Wie kann ich denn das wieder rausmachen? So. Warum konnte ich nicht gerade... Keine... Körpertattoos. Aha. Ach. Also man kann jetzt doch noch... Okay. Bin ich dabei. Aber nicht auf dem Bauch. Wie kriege ich denn jetzt wieder runter? Wo kann ich wieder keinen auswählen? Gibt es hier vielleicht einfach die Möglichkeit? Ja. Körper. Warte mal. Gesamtmaße, Werte, Intensität. Okay, das ist alles nur für den, ne? Rechter Arm. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt sind wir wieder dabei. Sehr schön. Cool, dass man es noch nicht so ein Gesamtkonzept nehmen muss, sondern einfach so mal, ne? Das gefällt mir eigentlich auch für ihn. Das ist nix, das ist alles nix. Nee, also wenn dann irgendwie genau so sowas da oder... Also die gefallen mir. Passen auch. Tuchfarbe. Schwarz natürlich. So, und dann kann man auch die Position rein und raus und hier und da, so. Wurscht. Okay, dann brauchen wir eigentlich nur noch den linken Arm. Da müssen wir einmal rüber, mein Freund. Hoppala. Da müssen wir einmal... Linker Arm. Nüber. Eine Schlange. Naja, nee, Schlangen, nur Schlangen. Der ist nicht so, der sammelt jetzt ja nichts. Der sammelt jetzt ja keine Schlangensachen. Das finde ich eigentlich oben auf der Schulter besser. Voilà. Ah, da geht's nicht mehr. Ist nicht ganz sein Ding. Ich glaube, das ist. Warte mal, kann man noch machen? Deckkraft, Intensität. Bin mir nicht sicher. Oh. Wie? Jawohl.
Jawohl. Ich sag's dir. Ja, jetzt sind wir wieder dabei. Bin mir uneins. Ich denke schon wieder zu viel nach, ich weiß. Aber ich glaube, ich nehme die Schrift. Nimm die Schrift da noch und dann ist gut. Bein, Raubernat, das sind nämlich die gleichen. So, jetzt kommen die Narben. Wir haben ja noch nicht genug Narben. Wir haben jetzt keine Narbe, ne? Aber die Narbe, die in der Mitte, die muss ja, die hat ja jeder. Ach so, ja, wir sind im Gesicht unterwegs. Gesicht hat er oben da schon sowas. Ich brauche keine Narbe. Außerdem habe ich mich nie im Gesicht treffen lassen. Von daher, ich bin vielleicht irgendwo mal unglimpflich runtergeboldert. Das kann da mal passiert sein. Ne? So. Oh, die Waden. Was habe ich dir angestellt? Das sind auch wieder die gleichen, ne? Ja, ach komm. Eieiei, nee, komm, lass es mit den Narben gut sein. Schmutz. Lass es mit dem Schmutz gut sein. Okay. Gut, ich glaube, wir sind fertig. Körper, Basiskopf, Laufbahn. Jetzt geht's los. Jetzt können wir auch wieder was lesen. Oh, das hakelt ganz schön beim Laden der Beschreibung. Kämpfer stellen sich in ihren feinen Nahkampf mit Schwert und Schild. Ihre mächtigen Hiebe und Gegenangriffe. Ja. Okay, wir können es uns vorstellen. Bogenschützen. Ja, das ist eigentlich das. Ja, hier und ein Dieb. Stecken wir den Bogenfeinde aus der Ferne. Ist klar. Was ist ein Bogenschütze? Wer es nochmal wissen will, kann sie es nachlesen. Magier, ist klar. Dieb. So. Wie stellen Sie sich den Dieb vor? So? Das sieht aus wie ein Barbar. Ach, sowas soll ich jetzt eigentlich nicht spielen. Diebe sind die wirbelnden Dolche des Schlachtfelds. Zu schnell für das Auge mit der Geschwindigkeit. Machen wir jetzt trotzdem. Ich weiß nicht, ob er vielleicht einfach nur komisch dargestellt wird. Ich denke mal, ist ja kein Barbar, ne? Das ist ja, es wirkt jetzt bloß so wie ein zweihändigen, ne, Dings da, so. Ja. Machen wir jetzt mal. Machen wir jetzt einmal Dieb. Was soll's. Wir haben die Laufbahn, die Stimme haben wir noch nicht. Den Namen haben wir auch noch nicht. Tapferheit, unbeugsamer Sieger. Kann ich die mir anhören? Das nervt mich jetzt schon. Okay. Okay, das sind einfach die drei Stimmen. Nee, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und die Helligkeit der Stimme noch. Ah ja, Lache ist komisch. Der ist aber. Wir nehmen jetzt mal das. Da passt mehr, aber die Lache nicht ganz. So, abschließen. Name. Ich hab's gewusst. So, dann nehmen wir jetzt. Ich habe keinen besseren. Ich nehme jetzt Floki. Das passt jetzt so, das passt. Ja, ich würde es nehmen. Bestätigen auf einmal mit Enter, Wahnsinn. Spitzname, es ist schon mein Spitzname. Brauch keinen Spitznamen, bestätigen. Mal gucken, was passiert. Hab ich schon, Leute, auf eigentlich gegen meine Regeln mal wieder was vorbestellt. Starfield, ne? Also, ja, wie gesagt, eine Stunde haben wir jetzt ein bisschen was aufgenommen. Passt schon. Wir wissen jetzt, wie der Charakter entstanden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn er Spaß dabei hatte, der freut es mich. Ansonsten sehen wir uns in nicht mal ganz 10 Tagen, ne? Also ich weiß nicht, wann das Video hochgeladen wird. Ich denke mal, ja, so nicht mal 2 Wochen. Das stimmt auf jeden Fall. Dann ist das Spiel raus und ich freue mich drauf. Ihr habt euch wohl. Bis dahin. Servus.